So, ich bin jetzt hier kurz vor Wells. Vorher bin ich durch Contact gefahren. Da war ja nun gar nichts los. Interessante. Folgen Sie der Route für 128 Kilometer. Interessante Gebirgskette da. Warte mal. Jetzt fahre ich mal hier wieder auf die 93. Lass das Ding einfach mal mitlaufen. Ja, hier in Wels will ich irgendwo tanken. Da wird es wohl eine Tanke geben. Scheint wohl eine größere Ortschaft zu sein. Contact war so nett. Also das bestand nur aus zwei Häusern oder drei. Haben wir total vergessen. Und hier kann man schon sehen, Wels ist ein bisschen größer. Da wird es auch eine Tanke geben. Aber da gibt es sogar die Airport Road. Unglaublich. Reduced Speed Ahead, das ist nicht mehr normal. Vor Städten 70 darf man hier, jetzt nur noch 55. Also ein bisschen vorm Gas. Führe ich euch mal mit hier durch. Durch Wels. Vorne stoppt irgend so ein Traktor auf dem Highway. Da ist ein Schrottplatz. Schwer beladen, sehr langsam. Achso, das ist sowieso nur 35. Ja, dann fahr auch 35. Wells. Ja. Das sind so, hier gibt es sogar einen Super 8, sehe ich gerade. Dann gibt es das Four-Way Casino, sehe ich gerade. Links ein Schild. Ja, kleine Ortschaft, ne? Aber größer als Jackpot. Ah, Loves. Das ist gut. Danke. Shell. Bin mal gespannt, wie teuer der Sprit hier ist. 3,89. Okay. Bei Shell. Ich glaube, ich war zu Shell, ne? Naja, das ist Sinclair. Sinclair 3,89. Und was will Shell haben? Kann ich ja nicht erkennen. Fahre ich einfach mal hin. Wobei Sinclair meist billiger ist. Ne? Ich fahre zu Sinclair. Shell ist große Marke. Scheiße. Ein bisschen teuer. Lass mal gucken hier. Ja, das war's dann auch schon mit Wells. Ne? Das ist Wells hier. Ein paar Häuser. Hier kann man, hier so ein Truckerstopp. Immigrant Trail Center. Diese braunen Schilder bedeuten immer, dass irgendwas Historisches. Was zum Angucken. 3,89, glaube ich, das will ich nehmen. Schild ist tot dahin. 3,89, das mache ich. Loves ist auch 3,89. Ja, die sprechen sich ab, die haben alle die gleichen Preise. Wird Shell auch die 3,89 haben. Ja. Ja, und das war es dann auch schon. Da vorne, hier ist halt schon wieder zu Ende. Das ist Wels quasi. Hier, Vorweg-Café. Da vorne nochmal Loves. Hier nochmal eine Shell-Tankstelle, ein paar Häuser und dann war es das. Hier ist wieder so Stopp. Four-Way-Stopp. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Stopp ich, kein anderer da, also darf ich fahren. Dann tue ich das auch. Das ist die Hauptstraße, wahrscheinlich die Main Street von Wels. So, fahre ich hier nach links rein. So, von dem dicken Track noch reinpushen. So, das war's. Hier ist Sinclair 3,89. Hier mache ich Tankerchen. Immerhin. 3,98 wollten sie in Dings haben, in Jackpot. Hier kann man sehen. Ne? Diesel kostet hier 4,03 und in Jackpot wollten sie 4,25 haben, glaube ich. Ja. Ja, 19. So, jetzt fahre ich. Jetzt nehme ich mir hier eine Säule, nehme ich die hier. Zack. Kann ich meine Scheibe nochmal sauber machen. Hier so ein paar Biker, ein paar Harley-Biker. Ja, das ist Wels, ne? So sieht das hier aus in Nevada. Das ist also unglaublich. Ein paar Häuser, nein. Der raus. Ich jetzt da vorne, muss ich weiter unter der Brücke durch. Der 93 und dann war es das mit Wels. Hat sich ausgewälzt. Ja. Ködel-Städte hier. Das sind alles Alibi-Städte. So, ich mache jetzt aus. Tschüss. Hier ist mein Navi nochmal. 125 Kilometer bis Alley.
schon ganz gut vorangemetert. Ja, der Navi, der ist echt cool, du. Geiles Ding. Nee, Quatsch, 125 Kilometer, dann passiert irgendwie was. 221 Kilometer sieht man hier vorne. Muss ich noch fahren. Und dann ist die Geschwindigkeit. Und wenn ich den drehe, ich nehme den mal raus. Ich zeige euch das mal. Wenn ich den jetzt drehe, zack, dreht er sich natürlich mit. Dann zeigt er mir auch an, wann ich ankomme in der LE. 15.20 Uhr. Und die Strecke zeigt er mir auch an. Pass auf, ich lasse mal wieder umkippen hier. Dazu gehe ich mal raus. Sag Route. Sag Vorschaukarte. Dann zeigt er mir, wo ich bin. Ne? Ja, jetzt. Jetzt nicht. Nee, das stimmt nicht. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Warte mal. Ich hänge den mal wieder. Augenblick mal. Mal wieder da rein. Jetzt habe ich hier natürlich kein GPS-Signal. Ich müsste hier irgendwo in der Mitte sein. Nehme ich mal an. Das ist falsch. Nee, das ist falsch. Das ist noch alte Position. Meine Startposition zeigt er mir hier. Ja gut, das funktioniert nur dann, wenn ich GPS habe. Jetzt habe ich ja unter diesem Dach hier habe ich wahrscheinlich keinen GPS. Finden Ziel Erle. Fertig. Fahren Sie nach Erle. Zack, fängt an zu berechnen. Vorschau auf Karte, lass mal gucken hier. Ja. Hm. Ja, hat meine Position nicht. Finden Ziel. Quatsch. Achso, hier könnte ich jetzt zum Beispiel unter Gruppen noch gucken, wo jetzt das nächste Motel ist. Model 6 und sowas, ne? Ach, das will ich euch jetzt nicht alles erklären. Quatsch hier. Ziel Erle fertig. Fahren Sie nach. Fortfahren. Attacke. So. Egal. Ja, cool. Also eine coole Geschichte, dieses Aura. Sehr hilfreich. Und auch sehr präzise. Kann man eigentlich nicht pöbeln. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen tanken. Jetzt mache ich erstmal Tanki. Tschüss. So, ich nochmal. Ich habe eben nochmal geguckt, wie weit das nach Las Vegas ist. 616 Kilometer. Von hier aus, von Wells. Ja, das sollte eigentlich machbar sein, ne? Jetzt ist es 12:30. Dann bin ich 7 da. Da muss ich bloß noch zusehen, dass ich da irgendwie ein Zimmer kriege, ne? Ja, Wells, ne? Hier Wells. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie weit Wells geht. Hier geht es auch übrigens auf die Interstate 80. Wells kreuzt die Interstate 80. So, guck mal. Hier ist dann auch nochmal so ein kleines Casino, so ein angeschlossenes. Hier ist Loves, das ist auch nochmal eine Tanke. Was kostet der Sprit da? 3,89, genau das gleiche, überall das gleiche. Da haben wir schon was klar. Ja. Folgen Sie der Route für 125 Kilometer. Ja, mach ich doch. So. Jetzt wird es wieder schneller von 35 auf 45. Und von 45 jetzt auf 70 gleich. 70 Meilen, das sind alles Meilen, ne? Meilen pro Stunde, klar. Brauche ich eigentlich nicht drauf hinweisen. Ja. Hier kommt der Great Basseng Highway, hier war ich ja schon mal. Von der Spur kommen sollte, ne? Hier. Damit man wach wird, ne? Und das gleiche gilt natürlich auch rechts, ne? Hier pass mal, wenn ich jetzt rechts fahre, wird es natürlich richtig laut, ne? Weil da kommt man ja dann richtig von der Straße ab, ne? Und ja, Great Basseng National Park war gerade ein Schild, 205 Meilen. Aber da war ich ja am Anfang quasi meines Round Trips. Ja, ich fahre jetzt nach Las Vegas. Scheißegal. Habe ich Bock drauf. Heute ist Freitag. Das ist natürlich das wilde Wochenende. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch ordentlich Action. Jetzt muss ich fragen, ob ich da das Zimmer kriege, ne, für 2 Tage länger. Für guten Rates.
Ansonsten würde ich mich da verpieseln irgendwie und mir ein bisschen außerhalb was suchen zum Pennen. Ne? Mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Aber irgendwie will ich schon eine Lösung finden. Weil da hätte ich nämlich Lust zu. Na gut, heute am Pool liegen, das kann ich natürlich vergessen, wenn ich da abends ankomme. Aber dann kann ich schön Samstag schön am Pool rumliegen. Noch ein paar Shoppingtouren machen. Und dann die nächsten Tage ganz gemütlich verbringen. Valley of Fire will ich auch noch machen. Am Wochenende soll richtig geil werden. Vom Wetter her. Von den Temperaturen 35 Grad, das passt. Ne? Das ist kurze Hose mäßig und schwitzen. Aber lieber schwitzen als frieren. Ah, hier oben ist das auch arschkalt. Guck mal hier. Könnt ihr das sehen? 60 Grad Fahrenheit. Also nicht wirklich wärmer geworden. Ein bisschen. Ist ein paar Grad Fahrenheit wärmer geworden. 56 hatten wir, glaube ich, oben in Jackpot. Aber je weiter ich mich jetzt nach Süden mähte, desto deutlich wärmer wird das auch. Und Vegas haben die heute 27 Grad oder sowas. Also das ist schon brauchbar. Also ist nicht, also 27 Grad ist ja noch nicht so frisch, dass man friert. Ne? Und genau das will ich jetzt. Nicht mehr frieren. Kein, also Wind ist ja nicht so schlimm, wenn das heißer Wind ist. Ne? Aber kalter Wind. Oh, schon nicht. Für $35 habe ich getankt. Ich tanke immer so für 35. Zwischen 30 und 35. Oder 25 und 35 so. Ja, spritmäßig liege ich hier, ich kann ja mal gucken, wo ich verbrauchstechnisch liege. Ja, 35 Meilen ist der Verbrauch hier. Seht ihr das? Der Durchschnittsverbrauch. Also ich komme in einer Gallone 35 Meilen. Das ist relativ gut. Was ist das, ein Liter? 8 Liter. Umgerechnet auf 100 Kilometer. Was schon. Oh, Alter, ich knall hier mit 80 durch die Gegend. Muss ich auch aufpassen hier. Wenn hier ein Highway-Bulle steht, dann gibt es Ticket. So, schnell Tempomat rein. Ich balle hier mit 80 hoch. Ja, so eilig habe ich es ja nun auch nicht. Hier sieht man hier die Bergkette wieder mit dem Schnee oben auf den Gipfel. Also Nevada ist nicht so flach, wie man denkt. Oder? Na, und in Nevada kann man ja auch Skifahren, ne? Mount Charles, da war ich immer im Winter, im Dezember. Warte mal, war das im Dezember? Ja, klar, war im Dezember. Da war ich immer im Dezember, Mount Charles. Also, die haben ja auch richtig geile Skigebiete, ne? Das ist ja das Tolle an Vegas, ne? Also, Vegas ist im Sommer cool. Na, cool, nicht heiß. Ist im Sommer eigentlich zu heiß, ne? Aber im Frühjahr ist das geil und im Herbst ist das geil. Und im Winter ist das richtig gut wegen, da kann man dann schön Skifahren am Mount Charles. Ne? Also, sehr flexibel, dieser Bundesstaat. Aber, guck mal hier, Desert, ne? Wugge, guck mal hier, wo die mit Wasser rumspritzen, also da wächst natürlich auch wieder was. Da kann man dann auch was anpflanzen, aber wie sinnlos, ne? Weil so viel Wasser haben die hier noch nicht, ne? Ja, hier im Norden geht das noch, dann mit dem ganzen Wasser hier wahrscheinlich, hier das ganze Schmelzwasser, der ganze Mist. Hier haben sie, hier oben im Norden von Nevada werden sie noch genug Wasser haben. Aber je weiter das nach Süden geht und je heißer das auch wird, desto weniger Wasser haben die da. Ne? Also die haben da richtig Wassermangel, ne? Richtig Probleme. Das gilt ja auch für Arizona, das gilt für alle Bundesstaaten, New Mexico, alles, alle Bundesstaaten, die so heiß sind. Ja, ich laber mir hier auch einen zusammen. Alter Schotte. Ja. Aber da erzähle ich meistens immer so Sachen, die wisst ihr, glaube ich, auch alle schon. Brauchen wir eigentlich gar nicht erwähnen. Dass Nevada heiß ist und wenig Wasser hat, das weiß ja wohl jeder. Ja, Railroad Crossing. Ja, das ist sogar beschrankt, der Bahnübergang. Knallen wir doch einfach mal rüber, ne? So, jetzt höre ich mal auf. Genug. Jetzt habe ich schon wieder so viele Videos gemacht. Guck mal hier nochmal. Schauen wir mal. Ja, fein, ne? Ist das fein? Das ist fein, ne? Ist schon was Feines. Ja, ab nach Las Vegas. Bin mal gespannt, ob das klappt und zu welchen Rates. Also wenn die sagen $80 die Nacht für heute und 80 für morgen, dann überlege ich mir das nochmal. Ich glaube, dann mache ich mich da wieder vom Acker. Suche mir woanders was günstigeres.
schon außerhalb, weil ich weiß das noch nicht. Muss ich mal gucken. Ellie wollte ich mir auch noch angucken. Das ist ja so mein Zwischenziel. Ellie, ich glaube, da bin ich einmal durchgefahren bisher. Aber ich kann ja mal dann wieder mein Video anschmeißen, wenn ich da ankomme. Das ist, glaube ich, eine bisschen größere Kleinstadt. Aber riesengroß ist sie auch nicht. So, tschüss.